Wir haben noch nicht angefangen und mir ist schon warm. Jimmy! Also ich habe wenig Ahnung, was ich jetzt tun muss. Ich weiß, es wird jetzt noch was kommen. Ich denke... Ja, ich denke... Immer. Doch, läuft alles? Ja, läuft alles. Oh, ist das laut, aber brauche ich. Oh, gut. Ach. Oh! Niemand da. Jimmy, mach die Tür zu. Mach die Tür zu! Wir haben nicht ewig Zeit! Komm mit dem Klopfen im Ohr! Du hast die Tür nicht zugemacht! Ich hab's doch gehört! Du hast nicht die Tür zugemacht! Willst du mich verarschen? Lauf weiter rum! Wir müssen sicher sein. Er läuft da weiter rum. Okay. Ich weiß ganz ehrlich nicht, wo dieses Klopfen herkommt. Ich weiß, es ist irgendwo da. Hier auf dem Stock. Ach, hätten wir brauchen nicht auf WASD. Meine Karte. Einen Moment. Wo ist sie? Da. Weg mit dir. Wir sind auf dem zweiten Stock. Ich weiß nicht, in welchem Zimmer wir gerade sind. 217. Da sind wir. Jimmy, wo bist du? Zeig dich. Nicht hier. Komm, wer zeigt sich zuerst? Komm raus, wo immer du bist. Du musst nur sicher gehen, zu wissen, wo du bist. Damit ich hier den Raum verlassen kann. Weil ich will noch einmal runtergehen. Nochmal in Zimmer Nummer 9 gehen. Das wirst du nicht tun, Jimmy. Wo bist du? Zeig dich. Ach, du gehst genau in die Richtung. Fuck you. Du musst bitte noch einmal wieder andere Richtung gehen. Ich weiß, das ist ein Rundweg, aber ich möchte nicht den langen Weg gehen. Uhu, Jimmy. Wo bist du? Du hast mich wohl gehört, hä? Komm! Du kannst nicht wissen, dass ich hier bin. Oh fuck, nein, du warst sogar nie richtig. Warte, ich weiß, ich habe keine Orientierung gerade. Das ist schön für dich. Ich habe gerade keine Orientierung. Ich weiß nicht, in welche Richtung ich muss. Im Fall der Fälle, wenn ich hier mal rauskomme. Du kannst trotzdem nicht wissen, dass ich hier bin. Blöder Sack.
fuck, nein! Wir sind schon wieder falsch! Fuck you! Bist du, Jimmy? Müssen wir Zimmerhopping hier machen? Wir sind in eine Sackgasse gelaufen. Ja. Zeig dich, Jimmy. Das ist schön für dich, da hast du recht. Trotzdem bin ich immer noch auch schlauer als du und kann mich hier verstecken. Weil du immer noch nicht weißt, in welchem Zimmer ich bin. Ich höre deine Schritte. Du kannst nur um die Ecke gucken, du kannst nicht wissen, dass ich hier bin. Gut, ich habe mich schon einige Male hier in dem Zimmer versteckt. Aber du kannst es nicht wissen, im Grunde. Meinst du, irgendwer reagiert darauf, wenn er weiß, dass du ihm was Schlimmes antun willst? Komm, zeig dich, bitte. Komm raus. Jimmy! Ich möchte doch nur wissen, wo du bist. Jimmy, zeig dich. Wo bist du? Ich weiß, so kommen wir gar nicht voran. Aber ich höre irgendwie gar nichts von dir. Zeig dich doch nur einfach. Zeig dich. Komm. Guck nur. Ich höre deine Schritte. Du bist nah. Ja. Ich werde wohl erst durch Langeweile sterben in der Zeit, in der ich die ganze Zeit auf dich warte, als durch dich. Komm, guck nur einmal um die Ecke. Damit ich weiß, wo du bist. Damit ich weiß, dass du in der Nähe bist. Ich möchte nur zum Aufzug kommen. Machen wir mal. Gucken wir einmal in den Spiegel. Hallo, Amy. Schwert. Den ersten Stock, ja. Wer auch immer du bist.
Was? 2018? 2017? Was? 2018, 2017, wo ist das? Da! Da war ich doch drin versteckt. Was soll ich denn da? Ja, das weiß ich auch. Wo bist du? So wie immer. Ich höre Schritte. Komm, put. Guck doch einmal um die Ecke. Hier, ja genau hier. Was auch immer du gerade gesagt hast. Ich hab's nicht verstanden. Wäre gut, wenn wir untergegrabt hätten dafür. Guck doch einmal bitte um die Ecke. Jimmy? Du bist so weit weg. Wiedersehen. Och, Jimmy, ey. Tada, da ist das Schwert, ja. Is anyone there? Oh, hi, Amy. Is it Amy? Das ist schön für dich. I saw you holding a toy on fire. What happened? My hand got burned. It was really hurting. I couldn't tell anyone.
Ist er schon wieder da? Hab ich den richtig gehört? Da weint jemand. Hier ist es am lautesten. Also hier auf dem Flur muss es sein. Warte, das ist jetzt nach dem Stream, dem miserablen Le Miserable. Oh, wie duckt. Also Jimmy scheint nicht hier zu sein. Jetzt habe ich es getriggert. Jimmy, I'm Dr. Bose. Schön für I'm dich. Just here to have a little chat, okay? Thank you, Jimmy. I won't be long. Is anyone there? Hello? Hi. What's your name? Dr. Burst. I'm a clinical psychiatrist. I saw a man knocking on a door, telling Jimmy he was there to help. Who was it? It was me. I got a call from Rose, Jimmy's mother. She wanted me to talk to Jimmy. Was bothering him. But Harvey was worried about Jimmy's mind and the things he was imagining. Who drew those violent pictures? Jimmy. He used to draw them. Who does the sword belong to? I saw Jimmy playing with it. I thought it was dangerous. When you said Harvey was worried about Jimmy's mind, does that have anything to do with what you said about those violent pictures? Yes. They suggested a turbulent personality, but I wasn't particularly concerned until I started to realize how far his imagination went. Dieses bisschen hat gefehlt im Stream, weil ich zu ungeduldig war. Oh. Ich möchte eine Etage runter, ja?
Dazu musst du mir erstmal zeigen, wo du bist. Dean? Deal or no deal? Michiel. Danke. Ich habe mich auch nicht erschrocken. Das ist schön für dich, wie immer. So wie immer. Alles sehr toll. Ich muss in die Richtung. Muss ich? Ja. Ja. Ich muss nur zum Aufzug. Komm noch mal hier vorbei. Bitte? Du bist so weit weg. Vielen Dank. Jetzt haben wir es. Jetzt aber. Is it Amy? Yes, I'm Amy. I saw you outside a room. Something frightened you. What was it? When you said you needed a doctor, but Jimmy threatened you to stay, does that have anything to do with what you said about the sword? Yes, he got it down from the wall. It looked really sharp. He made me promise not to tell anyone, and he said he could make my hands stop hurting. Jimmy! Du bist in der Nähe. Ja.
Wir wissen's. Ich weiß nicht, wie oft du es schon wiederholt hast, aber einige Male hast du es schon wiederholt. Ja. Komm, zeig dich, dass ich weiß, wo du bist. Mhm. Ich weiß, ich bin sehr unerzogen. Du bist in der Nähe. Mhm. Komm, zeig dich. Ja. Du kriegst aber ziemlich weit weg. Ich bin nicht da. Das ist schön für dich. Komm raus da. Zeig dich. Kommst hier lang.
hinterher. Falsche Tür. Ich muss in die gegenüberliegende Tür. Du kannst nicht wissen, dass ich hier bin. Nur wenn du mich gesehen hast, weißt du es. Aber das hast du nicht, weil ich schneller als du bin. Warum auch immer. Echt langsam, echt lahmarschig in dieser Story voran. Und auch nicht ohne Hilfe. Weil ich, was weiß ich, zu doof für dieses Spiel bin. Ich warte nicht zu lange, also nicht lang genug. Komm, Jimmy, da hinten kannst du dich nicht verlaufen. Na doch, kannst du, das ist ein Rundweg. Mäuschen, piep einmal. Oh, er ist nah. Lauf nur einmal vorbei, dann bin ich zufrieden. Dann kann ich auch Amy fragen, was sie da gerade gemacht hat. Ja. Das... Versprichst du mir immer wieder? Ich bin immer noch nicht tot. Gib keine leeren Versprechungen. Sag nicht, du kommst zurück. Zurück! Gut, dass ich aufgehört habe. Ja. Jimmy hört alles. Könnte es ich sein? Wir könnten verwandt sein. Bei mir auch immer, auf der Arbeit sage ich auch immer, ich höre und sehe alles. Meine Arbeitskollegen wollen mir es nie glauben. Is it Amy? Yes, I'm Amy. I saw you drinking something. You didn't seem to like it. What was it? The boy told me it was medicine. It tasted horrible.
When you said the medicine tasted horrible, does that have anything to do with what you said about the whiskey bottles? Maybe. She told me to keep drinking it. It was horrible. But then I started to feel strange. Wir haben gerade mal bald ein Viertel des Spiels gelöst. Ja, ja. Wo kommst du jetzt her? Daher. Du guckst immer hier rein, als ob du wüsstest, dass ich hier bin. Du kannst es nicht wissen. Deine Schritte klingen wieder so... Ja, ich weiß auch, dass du da bist. Deine Schritte klingen wieder so nah. Drehst du da wieder um und kommst zurück? Wäre mir egal. Das wird mir einiges an Weg ersparen. Kommst zurück. Hä? Nein, du bist einmal rumgegangen. Verpiss dich. Auf Wiedersehen. Danke. Ja, ja, ja. Gut. Auf Wiedersehen. Das war das erste Mal, dass du mir so nah kamst. Ich werde dich nur einmal gerade ablenken. Who's there? Keiner. Niemand. Nein! Warte, wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich?
Aber diese Stimme hatte Amy mit Sicherheit nicht. Is it Amy? I saw you at the top of the stairs, on the banister. What were you doing? I felt really light. I really thought I could jump down to the bottom. Yeah. Leider nicht. Mal ganz runter. Ich war vorbereitet. Oh, warum? Lying at the bottom of the stairs. What happened to you? Das wohl. I jumped, but then it all went dark and I couldn't wake up. I can't wake up anymore. I don't know where I am. Warte. Oh, warte, ich bin hier. Dann muss ich ja gar nicht weg. Hi, Jimmy. Wieder auf eins. Was soll ich da?